So, da bin ich wieder. Und zwar aktiv, Radar hat jetzt einen kleinen Begleiter bekommen, aktiv Antenna, um nicht nur dem Radar eine sinnvolle Verwendung zuzufügen, sondern den Antennen genauso. Und das werde ich jetzt hier gerade mal jetzt zeigen. In dem zweiten Video werde ich dann mal die Skripte euch direkt mal zeigen und mal durchsprechen und erklären, was dort wofür gut ist, so dass ihr dann, wenn ihr sie anpassen wollt, auch ohne Probleme auf eigene Sachen umbauen könnt. Also, jetzt das Bekannte kennt ihr ja schon. Und ich nehme einfach jetzt hier mal. Ups. Das Active Radar kennt ihr ja schon. Das ist halt einfach hier die Sache mit, okay, ich habe hier ein Radar. Merke mir diese Position. Da oben die in der letzten Zeile in den Klammern 0134-11. Und kann dann hier einfach sagen, bei dem Scan 0134-11. So, und dann zeigt er mir hier an, zurzeit einen Asteroid scannen. Ich bin hier auf Lolandy Moon. Hier gibt es offensichtlich keine Asteroiden und meine aktuelle Position ist das. Okay, zum Bordzeit und die aktuelle Skriptversion. Ihr seht hier, die aktuelle Skriptversion ist 4.8.9 zurzeit. Das heißt, die Skripte, die zurzeit auch in dem Repository drin sind, in der Script Collection, die benötigen auch diese Version. Ja, das ist der Asteroiden-Scan. Fliegen nachher nochmal in Orbit, um das zu zeigen. Und das zweite wäre hier der Antennen. Hier können wir uns jetzt so ein paar Antennen können wir uns aussuchen. Es sind nicht alle Antennen erlaubt zurzeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich das Skript dahingehend jederzeit modifizieren. Man sieht es hier, wenn ich das einfach mal eingebe. Das Ding funktioniert mit Enemy Scan. Hier einfach mal einen Dummy ein, dass er mir zeigt, dass er da keine Antennen gefunden hat. Wenn er keine Antenne findet, sagt er mir, welche Antennen er alle kennt, welche erlaubten sind, in diesem Fall die 04, die 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter und so fort. Und zum Schluss noch hier diese. So, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Antennen angucke, dann sehe ich hier Antenne 02 Deko. Die ist offensichtlich nicht erlaubt. 01 Deko auch nicht. 03, 04 ist erlaubt. Die 5er haben wir nicht. Aber hier die neueren. Die 6, die 7, 8. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die Antenne 9 mal nehmen und die hier mal irgendwo aufstellen. Stellen wir sie auf, gucken uns die Antenne 9 einmal an. Minus 735, minus 2 die Position. Minus 735, minus 2. Dann schwupps, sehen wir hier Enemy Scan im Umkreis von 5 Kilometern, so ist es bei dem Skript zurzeit eingestellt. Der Asteroidenscan ist voreingestellt auf 10 Kilometer Abstand. Und hier sagt er mir jetzt, im Abstand von 5 Kilometern hat er 5 möglicherweise feindliche Strukturen gefunden. In der nächsten Nähe hier, Distanz, das ist danach sortiert, 2 Kilometer Entfernung, eine
Drohne. Dann haben wir eine Basis offensichtlich. Noch ein paar Drohnen, noch eine Basis und ein Fuel Depot. So, und auch hier sieht man die aktuelle Position und wie viel Feinde ich, wie viele Feinde in dieser Liste quasi oder wie viele Einträge in dieser Liste gefunden wurden. Das mit den Einträgen hat den Vorteil, wenn diese Liste dann irgendwann scrollt, weil ich kann ja auch angeben, zum Beispiel, dass diese Liste, also zum einen natürlich, das kennen wir ja schon, eine gewisse Fontgröße haben soll, aber halt auch, dass diese Liste irgendwie, ich sag mal, ich mache jetzt einfach mal 4 Einträge. Okay, das ist ein bisschen groß offensichtlich. 2. Ja, okay. Geht jetzt da auch mal zusammen. Jetzt sieht man, ne, jetzt scrollt das halt durch. Das Scrolling ist auf 5 Zeilen eingestellt, insofern macht es hier wahrscheinlich jetzt gerade mal keinen so großen Sinn, das auf 4 hier einzuschränken. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel auf 7 einschränke, kann ich jetzt hier vielleicht die Fontgröße noch mal ein bisschen erhöhen, dann sieht man es besser. So, jetzt scrollt er halt das durch und 1 ist halt die am naheliegendsten. Da fängt es halt an. So, jetzt können wir kurz mal in den Orbit gehen und zu gucken, was der Asteroidenscan dann dazu sagt, der ja hier an der Radarschüssel liegt. Was man hier übrigens sieht, das rote Blinklicht ist in der Polaris, in der aktuellen Polaris, wenn die Schilde abgeschaltet sind, dann habe ich das hier so per Skript gebaut, dass hier automatisch dann überall die roten Warnlampen aufleuchten. Das nur so am Rand. Also wenn ihr die Polaris euch aus dem Workshop holt, da sind die Skripte verbaut. Hier sieht man nämlich auch zum Beispiel, dass da ich den Enemy Scan und auch den Asteroiden Scan, den habe ich hier natürlich auch schon bereits drin. So, jetzt gehen wir mal einfach in den Orbit. Uns hier mal den Asteroiden-Scan an. So, jetzt sind wir im Orbit. Sieht ihr schon, ich habe hier schon ein paar Marker mal gesetzt gehabt. So, und jetzt nach einiger Zeit, wenn die Skripte dann anlaufen. Wie gesagt, die haben ja 30 Sekunden Timer drin, dass sie das Spiel nicht überfordern. So. Okay. Ja, hier habe ich offensichtlich welche, aber nicht hier in dieser Reichweite. Jetzt fliege ich mal irgendwo hin, wo ich weiß, dass es welche gibt. Da sieht man es ja schon. Meine Marker, die ich hier habe, sind alle weiter weg. Ich fliege mal ein bisschen in die Reichweite rein. In der Zwischenzeit kann ich mal hier ein bisschen Pentaxid reinpacken, dass das Blinker aufhört. So. Einmal das Schild anmachen. Da sieht man, die roten Warnlampen sind aus. Das Schild ist aktiv und lädt gerade auf. So. Ja, und jetzt sieht man, jetzt bin ich hier in Reichweite, 10 Kilometer, und er hat innerhalb dieser Scan-Reichweite 4 Asteroiden gefunden, sagt mir die Position und die
Entfernung. Die Position könnte ich mir jetzt auch eintragen, indem ich halt hier auf der Karte, kann man ja hier direkt die X, Y und Z Positionen eintragen und Wegpunkte setzen. Okay, Enemy gibt es offensichtlich keine. Hier in 5 Kilometern Reichweite. Wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, diese Entfernung natürlich auch hochsetzen auf beliebige Werte oder die Entfernungsbeschränkung ganz weglassen. Dann ist quasi das gesamte Playfield im Zugriff. Aber im Standard sind es halt 10 bzw. 5 Kilometer. So. Ja, so viel zum Enemy Scan und Asteroiden Scan. Und ja, das ist. Gibt es hierzu? Ein bisschen Futter, dass der hier mal auffüllt. Zack. So, okay. Für Treibstoff auffüllen haben die paar Zellen nicht gereicht, aber für Oxygen offensichtlich reicht es. Wieder, ihr könnt beliebig viele davon verbauen. Ihr müsst jetzt nicht immer pro Radar ein LCD, ihr könnt auch ein LCD also mehrere LCDs an einen Radar oder eine Antenne hängen. Das ist da egal. Es geht nur darum, dass an dieser Position, die man da eingibt in den Koordinaten, dass dort halt ein dementsprechendes Objekt zu finden ist. Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim nicht mehr suchen müssen. Und ja, in einem zweiten Video erkläre ich euch dann mal die Skripte direkt. Bis dann!